Laufen wir jetzt einfach mal wieder hier ein bisschen raus aus der Main und killen erstmal da unten diese Mistgestalten. Ja, treffen! So, stirb! Okay. Wir brauchen ja mal ein bisschen mehr Essen, aber wir nehmen ja mal ein bisschen Nikolit noch mit. Können auch noch für gute Sachen so verschwenden, für so ein Bullshit und. Was ist denn hier unten? Gehen wir mal einfach mal hier runter. So, ne, so. Lava. Uninteressant. Verdammt, wir haben keine Fackeln mehr. Oh oh. Da müssen wir uns jetzt irgendwie rauskämpfen. Aber wo sind wir lang gegangen? Ist gerade nicht gut. Nicht gut. Ich glaube, da oben sind wir Raum. So. So. Okay, so, so. Ja, da oben sind wir, glaube ich, reingefallen in das Loch. Ja, gut. Genau, hier wollten wir die Zombie-Geräusche finden. Haben sie auch wahrscheinlich gefunden. Und gehen jetzt einfach wieder hier raus. Denn unsere Fackeln sind alle und wir. Ich glaube, hier war ich nicht. Und da gehe ich dann nicht lang. Ja, und wir müssen da einfach mal nachher so eine Mine, so ein Diamond-Dingens Mine machen, die wir nachher für unsere, ja, Quarry brauchen, für die Diamanten-Dingen da, ja. Wir laufen einfach mal in die Richtung. Wird jetzt gleich ein bisschen, okay, hier war das, ich hab doch irgendwo noch hier einen Weg gehabt, aber wo war der? Muss ich mich gerade orientieren? Nee, hier war es nicht. Komm schon. Nee. Oh, ich habe mich doch irgendwo runtergegraben. Hier. Hä? Ach, kein Bock jetzt irgendwie zu. Nein, ich muss suchen. Oder? Ich glaube, da habe ich auch hier Rubine. So. Ja, genau. Ich glaube, hier sind wir reingefallen, reingegangen. Ja, das sieht gut aus. Nein. Okay, da hinten ist der Creeper explodiert. Da oben ist es ganz viel Rohstoffe. Die bin ich jetzt zu faul abzuarbeiten. Genau, hier sind wir runter. Hier kommt wahrscheinlich gleich die Lava mit dem Obsidian. Gut, wir sind wieder draußen. Das ist schon mal nice. Okay, jetzt müssen wir noch hier rausgraben. So. 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 Da oben kommt jetzt wahrscheinlich das Marmor-Dingens da. So sage ich eigentlich immer Dingens da, das ist voll komisch. Okay, ich verhungere. Nein! Nein! Wieso kann man Ticket komplett verrecken? Komm schon, essen! Ach du Scheiße! Wieso verreckt man den Ticket komplett? Das ist mir neu. Ich zock doch nicht im Hardcore-Modus, oder? Fuck! Ach du Scheiße. Ah. Ich hab jetzt echt keinen Bock zu verrecken. Na gut, dass jetzt gerade Tag wird. Ach gut, dass wir die Waffe haben. So, zurück an unserem kleinen Häuschen. Wie macht's denn unsere Farm? Oh mein Gott, halt. Hau ab. Halt dich fern von mir. Ich will nicht vorbei. Au! Ach du Scheiße! Ah, ich hab gelackt. Ah, gut, dass er nicht getroffen hat, sonst wäre ich tot gewesen. Ach du heilige Scheiße. Gut, wir brauchen jetzt erstmal was zu essen. Ah, nehmen wir mal die Pilzsuppe. Habt ihr noch Glück gehabt?
So, was haben wir denn hier alles? Tin machen wir rein. Wie viel Eisen haben wir? 57, nicht schlecht. Wir haben keine Kohle drin, so machen wir die Kohle rein. Okay, dann. Wie viel? So, machen wir gerade mal ein paar Stickies. Stickies. Nein. So. So. 28 Stück sollten, glaube ich, reichen. Okay. Dass wir nicht irgendwie weit gehen müssen, würde ich sagen, machen wir die einfach mal so hier gegenüberliegend. Also hier runter. Ja. Schade, geht nicht. So. Müssen wir das jetzt halt per Hand wegmachen. Ach, verdammt! So. Jetzt gehe ich erstmal den Skeletten da töten, ey. Bleib weg von meiner Farm. Ah, sogar One-Hit, nicht schlecht. So, nehmen wir mal hier ein paar. So. Was passiert? Ah, unsere Baumwolle da, die wächst auch schon. Ist auch nicht schlecht. Okay, dann graben wir es einfach mal hier runter. So. So. Ich glaube, 3 Blöcke sollten es immer sein. Ja, einfach mal so einen kleinen schnellen Weg nach unten graben. Und ja, ich weiß es nicht einfach. Ich laber jetzt einfach mal die ganze Zeit, weil ich jetzt nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, heute ist Samstag. Es ist 12 Uhr. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Und ich habe keine Ahnung, wieso ich das sag, aber es ist einfach mal irgendeine Scheiße labern. Das ist immer besser als... Oh, Uranium. Ist besser als gar nichts zu sagen. Dann erzähle ich einfach mal ein bisschen was von Uranium, so. Sammeln wir das einfach mal auf. Und ja, Uranium ist ein grüner Stoff. Grüner Stoff ist grün. Ja, Uranium brauchen wir später für solche Uranzellen, die wir dann... für ein Atomkraftwerkchen brauchen. Das erzeugt danach ja so ein atomkraftwerkischen Strom. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und welche Ebene sind wir denn? 52, das ist schon mal gut. Und das Uranium, uranische Strom, das ist später ziemlich nützlich, damit wir so einen Terraformer, oh, 2 Stück, so einen Terraformer bauen können, der dann sozusagen die Welt so richtig schickimicki macht. Dann sieht es einfach viel lustiger aus, als wenn das alles so Flatland ist. So, das Eisen nehme ich natürlich mit. Das lasse ich natürlich nicht einfach so stehen. So. So. Eisen. Okay, dann erzähle ich euch einfach mal ein bisschen was über Eisen. Eisen ist eisenfarbig. Eigentlich eher, was weiß ich, scheiß auf die Farbe. So, Eisen ist ein Metall, ja. Metalle sind cool. Mit Metallen kann man sich Spitzhacken machen und andere nützliche Dinge. So, was kann man mit Stein machen? Stein ist Stein. Stein ist scheiße. Und, ja, welche Stufe sind wir? 43? What the fuck, warum so? Naja, egal. Ja, es gibt so ein Video, da... kann man so sehen, was in einem Prozess passiert, wenn man einen Block hier so abbaut. Ich stelle den Link wahrscheinlich in die Beschreibung, könnt ihr euch angucken. Das ist ein ziemlich guter, ja, so Animationsbimbo, der so Animationen macht, was wie die richtig geil sind. Und da könnt ihr mal sehen, was so passiert, wenn man einen Block einfach mal abmeint, wie das so vom Prozess her aufgebaut ist. Deswegen hängen auch die meisten guten PCs, also die FPS, gehen da nach unten. So. Weiter. Wir brauchen einen Diamanten, sonst ist unsere Spitzhacke gleich weg. Deswegen mache ich gerade mit der Eisenspitzhacke weiter, weil ich keinen Bock habe, dass die Diamantspitzhacke schon weg ist. So. So, was kann ich euch noch so erzählen? Ich kann euch erzählen, dass mein Inventar voll ist. Aber. Ja, graben wir einfach mal hier weiter. Also
sobald wir noch keine Diamanten gefunden haben, sobald wir auf Ebene 12 sind, dann gehe ich hoch und mache mir eine Eisenspitzhacke, ja. So, jetzt fragt euch wahrscheinlich, warum ich so breit alles baue. Der Grund ist der, dass ich hier nachher gleich oder später oder irgendwann mal Treppen hin mache, damit ich nicht die ganze Zeit hoppen, hopp, hopp, hopp machen muss. So, ja, deswegen. Das Saphir nehmen wir natürlich auch mit. Ja, so, unsere Spitzhacke ist gleich schon im Eimer. Was braucht man denn für Eisen zum Reparieren? Teleskop. Oh Mann, wieso spackt meine Maus so rum? So. Eisen und Redstone. Verdammt, ich habe kein Eisen dabei. Ja, dann gehen wir gleich hoch und holen ein bisschen Eisen. So, das. Warte, die zwei machen wir noch weg. Und jetzt gehen wir wieder hoch. La 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 la. Naja, bester Sänger bin ich jetzt nicht. Deswegen spare ich mir auch, dass ich das mache. Ja, gut. Ja, so. Dann brauchen wir einfach mal hier Redstone. Haben wir dabei und Eisen. Legen wir ganz einfach mal ein bisschen ab. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So. Ich glaube, das da ist schon fertig. So, machen wir. Wieso backt denn das so rum, Alter? So. So, das Eisen lassen wir gerade. Oder Iron Harbor, kann man den reparieren? Nein, deswegen machen wir uns gerade einfach mal einen neuen. So. Okay. Wie ging das so? Und. So, nein. So, genau. Okay, dann machen wir uns gerade mal diese Cover-Coldest da. So. 40 Stück sollten, glaube ich, erstmal reichen. Legen wir die weg. Tungsten Ore kann man nichts draus machen. Die legen wir auch einfach weg. So. Glaube, das ist das. Ja. Dann machen wir so, 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 so. Die kommen jetzt noch hier. Mann! Hör auf zu spacken, du scheiß Maus. Okay, das Flint lassen wir auch noch da. Sortieren gerade einfach mal. Die machen wir hier rüber. Rüber. So. Wieder ordnen. Nehmen wir mal die Hoe und. Wo sind denn die Saplings? Da. Ich sehe es mal nicht. Denn da hat dann noch. Oh mein Gott, wie sieht die denn aus? Wie ein. Naja. Und machen gerade einfach mal hier. Und so. Ja. Wir haben ziemlich viel Platz in dem Haus. Scheiß drauf. Legen wir die einfach mal auch hier weg, so. Ordnen das mal wieder schnell. So, das Gold ist gleich fertig. So, 10 Gold haben wir. Ich würde sagen, wir fangen schon mal an, unsere Gears zu bauen, die bis zum, ja, bis zum Diamanten gehen. Weiter können wir ja nicht machen. Also wir brauchen einfach mal erstmal Sticks. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Öffnen. Query. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gears. Okay. Machen wir das gerade mal wieder aus. Also fangen wir einfach mal. Also man nimmt die. St Alter! Man nimmt die Sticks. Macht so. Also ich mache jetzt gerade mal zwei, weil ich schon zwei anfangen kann. So, dann brauchen wir als nächstes erstmal Stone. Nehmen gerade nochmal ein bisschen mehr Holz raus. So. So. Und machen jetzt einfach mal hier. So, so. Hier brauchen wir 7, glaube ich. Ja, 7 war es. So, wir machen jetzt nochmal 1. So, jetzt haben wir die hier. Machen die jetzt hier in die Mitte. Und jetzt einfach mal mit Cobblestone außenrum. Jetzt haben wir diese Stone Gear 7 Stück. Nehmen jetzt das Stone Gear. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Eisen. So. Wie viel Golden Gear brauchen wir? 2 Stück und 3 Iron, okay. Machen wir mal gerade erstmal alle zu Iron, weil das sonst nicht geht. Dann haben wir alle Iron Gears. Wir brauchen jetzt nochmal 3. So, machen jetzt 3 Stück weg. Nehmen jetzt hier das Gold aus der Kiste. Viel ist es jetzt nicht, aber ich glaube für 2 Stück sollte es reichen. Ja, wir brauchen glaube ich sogar noch 2. Gut.
Oder? Ja, also die Iron Gears und die. Das Einzige, was wir jetzt noch benötigen, sind die Diamanten. Aber die haben wir ja im Augenblick noch nicht. So, da geht jetzt die Sonne schön unter. Wir legen uns jetzt einfach mal in unser Bett. Bam, bam. Bam, 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 bam. Okay, ich hör auf. Damit quäle ich euch wahrscheinlich nur. Okay, dann machen wir uns einmal die Kupferdinger rein. So, die Iron Gears 3 Stück haben wir. So, dann das Redstone haben wir auch da. Machen wir es einfach mal so nebeneinander. So, jetzt nehmen wir eben einfach mal unsere Iron Pickaxe und machen ein das daneben. Oder drei waren es genau. Und jetzt haben wir wieder eine komplette. Damit sparen wir uns eine Menge Eisen und später, wenn wir die anderen haben, dann können wir das auch mit Diamanten machen. So, das ist fertig gebrutzelt. Hier machen wir das jetzt mal hier rüber. Ja, ich warte, bis das hier fertig ist. Und ja, in dem nächsten Part werde ich wahrscheinlich schon in Ebene 12 sein. Und ich würde mich freuen, wenn du oder ihr in der nächsten Folge vom Tackle einschaltet. Ja, danke, ciao.